Ja, klar. Hallo. Ich bin der Bundestrainer. Ich bin hier eben dann in der Innenstadt von Fortaleza, um eben dann aus, sagen wir mal, die Spieler der deutschen Nationalelf eben dann aus dem Bass zu holen. Per Mertesacker habe ich eben dann da drüben eben in der Spielunge getroffen. Er ist jetzt schon im Hotel, habe gesagt, 2:30, Bettruhe und nicht wieder sturzbesoffen. Aber gucken wir mal, wen wir noch treffen. Ja, klar, was ist hier los? Zu wem wollt ihr? Ose! 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 Ah, Mesut Özil! Ah, klar. Nee, das geht nicht. Der hat eben Bettruhe, der muss eben dann aus, wenn man immer mal oben schlafen, tut mir leid. Ose! Ja, klar, der Kevin Großkreuz war hier. Vor 2 Minuten, man sieht's noch. Kevin! Ja, aber ich habe eben dann sagen wir mal, zur Sicherheit eben dann hier die Jungs bestellt, um die brasilianischen Straßengangster vom Kevin Großkreuz zu beschützen. Der kommt eben dann, sagen wir mal, vom Borsigplatz. Schön aufpassen. Klar. Ja, aber der Kevin Prinz Boateng feiert auch noch. Ach, dann geht's ja. Ja, ich sag nix. Feier ruhig. Klar. Sami, geht's? Ja, klar. Lass dir Zeit. Ach, der Kedira hat eben dann auch, sagen wir mal, Probleme mit dem Magen vom Caipirinha. Nee, Hansi, das ist mir jetzt auch wurscht. Der Roman ist noch nicht da. Wir haben jetzt eben den sagen wir mal, 5:30. Der Oliver ist auch noch nicht da. Wir haben heute Spiel, so geht es nicht. Abfahrt! Los, weg! Ja, wir sind eben dann jetzt auch 7:30 im Hotel eben dann auch ankommen. Ich habe gerade noch ein bisschen Sport gemacht. Tut mir dann eben dann auch immer mal, auch mal gut zwischen der ganzen Taktikplängelei. Ja, die meisten Spieler sind dann jetzt eben dann immer mal, auch mal um 7:30 im Bett hier in unserem WM-Quartier. Ja, bis auf einen Spieler. Aber ich sag mal so, der frühe Yogi fängt den Durm. Ah, Erik, ich sehe dich. Ah, was haben wir denn da? Hat einer sein Trikot hängen lassen? Klar. Ah, das ist vom Mertesacker. Ja, XXX long. Und im Stadion hat er es wieder vergessen und sagt dann eben, wir könnten nicht spielen. Ah, ich nehme es mal mit. Ja, klar. Ich denke eben dann, sagen wir mal, dass wir eben dann gegen die Ganeresen dann eben auch knapp mit 5:1 gewinnen. Klar. Wir spielen eben dann mit 4:3:3. Aber das ist eben dann kein taktisches System. Ah, das ist eben dann die Telefonnummer vom Busfahrer. Der kann uns in der Halbzeitpause eben dann schon wieder abholen, weil dann ist das Ding eben dann gegessen. Klar. Also, bei mir gibt es jetzt noch Frühstück. Hier. Kokosnüsse auf Spiegelei. Und dann sehen wir uns dann morgen nach dem Spiel. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne hier weitere Videos von mir anschauen. Und zwar einmal hier oben das WM-Lied Goldene Generation. Und hier unten könnt ihr sehen, was der Kaiser, der Kultkaiser, ja gut, ja, in Brasilien alles Tolles erlebt hat. Einfach draufgehen und anschauen. Und dann natürlich eure Kommentare. Wie wird die deutsche Nationalmannschaft spielen gegen Ghana? Wer sollte auflaufen? Und werden wir am Ende Weltmeister? Liken, Kommentare, klicken und was euch sonst noch so einfällt. Bis bald, euer Matze. Die Haare vom Yogi eben dann, sagen wir mal, im Mund. Schlau.